Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Buddy. Wir sind hier mit den Sturzflugvögeln beschäftigt. Gleichzeitig werden wir von einer Zombie-Puppe oder was auch immer verfolgt, die uns ins Leder will. Das ist jetzt hier ein bisschen tricky, weil ich mir einfach nicht so wirklich ganz merken kann, wie die 500 Vögel auf mich einstürzen. Wie man sehen kann, ist das alles sehr knapp getimed. Ich kann nicht viel zurücklaufen oder stehen bleiben, weil dann die Puppe direkt hinter uns ist. Oder was auch immer das sein soll. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Das war Glück. So gut. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Da ist sie. Wir sind etwas schneller. Das ist gut. Das heißt, ich kann mir einen Schritt zurück erlauben. Oder mal ganz kurz von der Lauftaste zu gehen. Habe ich mich fast falsch entschieden. Weit vorne. Aber nur auf die Vögel. Oh, sehr schön. Ja, das finde ich gut. Wie du mir, so ich dir. Oder ne, umgekehrt. Alter Schwede. Ja, die Nummer 19. Ich muss mal meinen alten Zettel rauskramen. 19 und 24. Wir haben ja endlich wieder zwei Vögel gefunden. Also von diesen Puppendingern. Wie gesagt, da weiß ich immer noch nicht, was das mit auf sich hat. Und die 7 haben wir auch noch. Kommt da hinterher. Wir haben schon eine Menge zusammen. Wie gesagt, keine Ahnung, was sie zu sagen haben. Ob die einfach nur nachher abgerechnet werden. Nach dem Motto, wir haben alle gesehen. Da ist die 14. So, und die 13. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind aber viele hier auf einmal. Den da unten kann ich nicht lesen. Der hat noch keine Nummer. Ja. Und wo sind wir hier? Oh, im Kino. Konnte man gerade eben sehen, oberhalb der Tür, dieses, so ein Kamerasymbol. Okay. Oh, hallo. Na du? Hm? Dann läuft sie wieder weg. Ich weiß nicht, sind wir auf der Suche nach ihr oder sucht sie uns? So ganz genau habe ich das noch nicht verstanden. Da kann jeder für sich selber ein bisschen interpretieren. Zurzeit auf jeden Fall. Ganz schön duster. Ah, okay, Taschenlampe. Knarzende Türen. Auf. Ja. Spieldosen sind, finde ich, irgendwie gruselig. Keine Ahnung warum. Okay, was haben wir denn hier? Ein Bild. Ist das rechts das Mädchen? Die hatte bei diesem Autounfall zumindest ihre Mutter verloren. Das konnten wir an diesem einen Altar, wo die ganzen Kerzen aufgebaut waren, wohl sehen. Ist übrigens stockfinster. Mhm, okay. Das Mädchen alleine. Rundherum Leute, die sie bedrängen, anweisen, keine Ahnung. Schuhe.
Schulkinder. Das sieht wie Schulranzen aus. Wird sie gejagt oder läuft sie nur weg? Keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hingehen. Okay. Ziemlich heruntergekommen hier. Naja, dann kommen wir mal durch. Damit scheint wohl dieses Bild beendet zu sein. Apropos Bild. Oh, sind wir im Kinosaal? Viele Klappen oder Tische oder Stühle oder was ist das? Stühle müssen wir sein. Das war's also. Sie wurde gejagt, ihr wurde die Katze weggenommen. Es kam zu einem Unglück. Anscheinend. Das ist die Frage. Sind alle weit draufgegangen? Oder nur sie? Hier sitzen ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vordergrund hier, das ist. Ja, weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal schauen, was jetzt noch erwartet. Also ein Happy End wird es anscheinend wohl nicht geben. Da hängt wieder einer rum. Kann ich hier runter trotzdem? Könnte ich. Ich glaube erstmal oben. Da steht eine 1 übrigens, ne? Ja. Okay. Müssten wir jetzt genau an der Leiter rauskommen, wo dieses Leichen-Dingsbums da rumhing. Ja, das müsste sein, ne? Schauen wir mal. Ja, dahinter. Okay. Dann springen wir runter und gehen nach links. Da geh schon. Führen. Das sind eigentlich Lüftungsschächte? Ja, müsste eigentlich, ne? 4, okay. Errungenschaft freigeschaltet, Number 4 vor. Das ist toll. Muss ich jetzt die anderen drei auch noch finden? Beziehungsweise 2. Ja,
jeden Fall haben wir ein Labyrinth. Das ist ja schön. Wenn sie wenigstens ein bisschen schneller bewegen könnte. Einfach mal weiter. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Im schlimmsten Fall gehen wir drauf. Wir können neu starten. Nummer 3. Okay. Dafür gibt es keine Errungenschaft. Gut zu wissen. 1, 3 und 4 hatten wir. Jetzt fehlen nur die 2. Hier Schluss. Wir hätten jetzt zwischendurch schon Möglichkeiten nach oben und wir hätten nach unten gehen können. Muss man sich schon fast alles fast draufmalen. Hier sind ja beide Möglichkeiten. Nehmen wir mal erst nach links. Ja, im Labyrinth soll man ja immer entweder sich immer links halten oder immer rechts halten. Eins von beiden. Dann müsste man theoretisch rauskommen. Das ist zwar nicht der schnellste Weg, aber rein effektiv gesehen der beste. Ja, super. Okay, da sind wir wieder bei der 4. Dann klettern wir hier mal runter. Denn da bei der 4 waren wir von oben gekommen, bin ich mir relativ gesehen sicher. So, das heißt, wir können jetzt hier nach rechts bei der nächsten Gelegenheit runter. Sag ich jetzt einfach mal so. Wir könnten natürlich auch hoch, weil sie es gerade anbietet. Müssen wir theoretisch von rechts gekommen sein. Links müssen wir zu 4 kommen. Immer vorausgesetzt, dass diese Steig- und waagerechten Leitungen oder Rohre dementsprechend bis zum Kreuzungspunkt immer gleich lang sind. Ja, halt leider so nicht. Wir gehen jetzt mal hier nach rechts und dann da rein. Also beim letzten Mal durch die Rohrlabyrinth sind wir schneller durchgekommen. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Swidig. Versuchen wir es mal auf jeden Fall immer mit runter. Was mit Sicherheit nicht richtig ist, aber was haben wir sonst für eine Chance? So, hier müssen wir nach links. Da waren wir also auch schon gewesen. Sind wir an der 3 runtergegangen? Ne, ich glaube nicht, ne? Das werden wir jetzt feststellen.
überall und Kirschen und Knistern und Knastern. Hoffen wir, dass diese Kackratte weg ist. 5. Ein Traum. Hier waren wir noch nicht. Fehlt uns nur noch die 2, ne? 1, 3, 4, 5 hatten wir schon. Die 2 fehlt noch. Wahrscheinlich wird es dann bald ausgehen. So, nur eine Möglichkeit. Das finde ich immer gut. Nein. Wir sind raus. Ein Traum. Und damit mache ich mal Folgenpäuschen, beziehungsweise Folgenende. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und bis zur nächsten Folge, Buddy. Bis dann. Ciao. Ich habe Angst.